Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Chemical Shark Detailing Christmas aus Limburg. Und heute haben wir was ganz Spezielles. Heute haben wir ein absolutes Topwachs für euch, was es bei uns schon etwas länger gibt und mit dem wir super zufrieden sind. Wir sind der Meinung, es ist eines der besten Wachse. Und der Oliver sagt, um welches Wachs es geht. Genau, also wir haben heute das von der Firma Bill Tamber, das Double Speed Wachs für euch. Ich würde mal sagen, das ist unser Verkaufsschlager im Thema Wachse, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie der Stefan gesagt hat, schon ungeschlagen gut. Ist eigentlich auch relativ unproblematisch zu verarbeiten. Ja, es gibt ja so ein paar Dinge zu beachten, aber erstmal vielleicht zu den Eigenschaften. Bill Tamber ist eine Firma aus England. Wir importieren das Bill Tamber Wachs direkt aus England. Das Bill Tamber gibt es in einem entsprechenden Set. Also das ist jetzt hier auch schon die neue Dose. Bei uns gibt es nur noch die neuen Dosen. Wir haben vorne nochmal die alte einmal im Shop, die wir halt hier so zum Vorführen verwenden. Und dann gibt es dazu direkt von Bill Tamber einen Applikator und es gibt von Bill Tamber ein entsprechendes Mikrofasertuch. Bei dem Applikator muss man halt sagen, es ist ein beständiges Wachs und je beständiger die Wachse werden, desto, ich sag's mal, anspruchsvoller oder desto genauer muss man arbeiten. Ne? Vielleicht so als ein ganz wichtiger Tipp, ihr solltet vermeiden, mit dem Double Speed Wachs auf Kunststoffteile zu kommen. Die werden dann einfach weiß durch die Polymere bzw. durch den Aushärtungsprozess und das ist ein bisschen schwierig, das Ganze runterzubekommen mit APC und so einem, wie heißen die weißen, diese Radierschäume. Ja, genau. Also mit so einem Radierschaum, da geht es aber ganz gut. Wie gesagt, das mal so ganz vorneweg. Und dann natürlich die Verarbeitung beim Double Speed Wachs. Genau. Da ist es leider in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass der eine oder andere Kunde vor Ort etwas enttäuscht von dem Wachs war, weil er gesagt hat, das ist alles nicht so gut, nicht so richtig. Und dann konnte der das hier, wir haben auch eine Demo-Motorhaube für euch, wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt, konnte er es auch mal vorführen, wie er das Wachs verarbeitet hat. Und das war leider nicht so, wie man eigentlich ein Wachs verarbeiten sollte. Es war einfach viel zu viel und viel zu dick. Bei dem Bill Tamber Wachs sollte man, wie bei anderen Wachsen, auch aufpassen, dass man relativ wenig verarbeitet. Ich glaube, so zwischen 5 bis 10 Gramm sollte für ein Auto eigentlich völlig ausreichen. Wenn ihr das dann gescheit dünn verarbeitet habt, lasst das so 5 bis 10 Minuten ablüften und poliert das dann mit dem beiliegenden Mikrofasertuch aus. Ja. Genau, mit dem beiliegenden Mikrofasertuch oder auch mit entsprechenden eigenen Mikrofasertüchern, die ihr habt, die könnt ihr dann da wieder schön in die Waschmaschine reintun und dann wieder reinigen lassen. Wir haben in dem Set, was wir heute verlosen, auch das passende Shampoo. Bill Tamber hat ein Produkt, Autowash. Autowash ist ein, ich sag mal, ein bekannter YouTuber würde vielleicht sagen, ein lächerlich hochkonzentriertes Shampoo. Das heißt also, ihr braucht dort ungefähr 5 bis 10 Milliliter auf 20 Liter Wasser. Also es ist ein super, super hochkonzentriertes Shampoo, pH-neutral formuliert, so dass es das Wachs nicht angreift. Das Bill Tamber Wachs ist sowieso chemisch sehr, sehr beständig, funktioniert zum Beispiel auch super auf Felgen, also auch ein super Felgenwachs, das ist ein super Winterwachs, das hat man auch schon vor ein paar Tagen, als der Markus hier war, und die Verarbeitung muss man ein bisschen darauf achten. Um die Verarbeitung einen Tick einfacher zu gestalten, gibt es von Detail Passion den entsprechenden Auftragsschwamm, den legen wir jetzt dabei. Normalerweise ist der nicht dabei. Es gibt einen Originalen, da ist die Schaumstoffstruktur offenzelliger oder grobzelliger, sagen wir mal. Das heißt also, ich habe mehr Öffnungen pro Quadratzentimeter und das kann halt dazu führen, wenn ihr die Applikatoren nicht auswascht oder dass sich noch Restpartikel da drin sind, dass ihr praktisch da so einen Staubeffekt habt und dieses Aufstauben mit vielleicht noch ein paar anderen Fehlern, die passieren können, können halt zu so einer Wolkenbildung führen.
Speziell jetzt beim Baldhemder ist ein super Reparaturprodukt oder ja, sagen wir mal, ein Produkt, mit dem man so Probleme, das sind einfach Fehler. Also üblicherweise tritt es nicht auf, wenn man es richtig macht, aber es sind halt Probleme, die auftreten können. Die kriegt ihr wieder in den Griff mit einem Detailer. Sehr guter Detailer für sowas ist von Meguiar's Hybrid Ceramic Detailer, der löst diese Probleme, die mal auftreten können bei einem ja, super beständigen Wachs, wo halt das Baldhemder dazu gezählt. Und zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis 20 Gramm, Link findet ihr unten in der Beschreibung, ist das Baldhemder wirklich ein absolutes Spitzenwachs. Ist kein übertrieben teures Wachs. Es hat trotzdem eine Top-Performance. Bei der Verarbeitung muss man ein bisschen aufpassen. Und ja, wie gesagt, deshalb auch gerade der Detail Passion Applikator. Wir haben von Detail Passion auch einen Mikrofaser-Applikator. Den könnt ihr auch verwenden. Der liegt so bei 4-5 Euro. Mhm. Ist auch ein super Ding. Gerade wenn ihr mit Wachsen arbeitet, habt ihr den Vorteil, dass ihr den auch in die Waschmaschine reintun könnt. Und damit könnt ihr, wie gesagt, mit den komplexeren Wachsen super arbeiten, die dann aber auch super beständig sind. Und wenn wir schon bei Detail Passion sind, standardmäßig ist gar kein Handschuh dabei, packen wir euch noch unseren Paintwork Lover Handschuh dazu, dass ihr auch das Shampoo gescheit verarbeiten könnt. Genau. Was Stefan auch vergessen hat zu sagen, ist die Standzeit des Wachses, was ja eigentlich für viele von euch auch immer ein relativ entscheidendes Kriterium ist. Laut unseren Erfahrungen liegt sie je nach Fahrleistung und Wäsche so zwischen 3 und 6 Monaten etwa. Genau. Ich habe auch, glaube ich, auf unserem Facebook-Profil mal von meinem Auto ein Video gemacht. Baldhemder im Winter, glaube ich, nach 3-4 Monaten. Das sieht wirklich aus wie neu. Und was wirklich bei dem Baldhemder extrem cool ist, ist eigentlich so jetzt die Tropfenbildung. Die ist vielleicht bei jedem Wachs gut oder entsprechend hydrophob. Beim Baldhemder habt ihr noch den Wahnsinnsvorteil, dass die Tropfengröße oder die Tropfen auch extrem schnell sind. Das heißt, die Ablaufspur ist komplett frei. Das geht schon auf das Niveau von der hochwertigen Keramikversiegelung. Also das heißt, dieser Selbstreinigungseffekt durch das ablaufende Wasser ist auch perfekt. Da bleibt nichts über. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Also ich schwärme immer noch von dem Wachs. Ich habe es auf dem Auto von meiner Frau drauf gehabt, jetzt sind wir mit anderen Produkten da am Experimentieren. Habe es am Anfang bei mir drauf gehabt, dann kam Crystal Serum Light drauf. Habe jetzt an der Motorhaube nochmal experimentiert. Es ist weiterhin ein absolut super geiles Wachs. Ja, das soll es gewesen sein. Viel Spaß bei der Verlosung. Diesmal, wie gesagt, bei Baldhemder. Ein Package Double Speedwax, Detail Passion Applikator, Mikrofasertuch, Shampoo, Paintwork Lover. Also da könnt ihr glücklich mit sein. In diesem Sinne, ja, bis bald, schönes Wochenende noch und morgen, ganz wichtig, großes Highlight vom Glanzatelier Niederrhein, haben wir morgen das Video, das wird auch super interessant, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Wie gesagt, morgen 19 Uhr einschalten bei Detail Passion. In diesem Sinne, Prost! Prost! Und ein schönes Wochenende. Bis morgen. Tschüss.